bin ich 100 Tage als F von der Alphabet Law. Eigentlich war ich immer ein netter Schüler. Doch leider wusste nicht jeder meine Gesellschaft zu schätzen. Und als mein alter Freund A sich in einen Superhelden verwandelte und mit meiner Freundin durchbrannte, schwor ich auf Rache. Okay, die U-Bahn ist die einzige Möglichkeit für mich zu entkommen. Mist, schnell, wir müssen verhindern, dass er in die U-Bahn-Station reinkommt. Also technisch gesehen ist er schon drin. Ach, was du nicht sagst, wir müssen ihn aufhalten. Oh Mann. Hey, du. Was ist eins? Du kannst nirgendwo hin. Die Buchstaben haben dich in eine Sackgasse getrieben. Oh, auf eure Taktiken würde ich nicht zählen. Was genau ist 7 mal 7? Was? Willst du uns jetzt mit Mathe besiegen? Ganz genau. Genau. Ganz feiner Sand. Ganz feiner Sand? Das ergibt gar keinen Sinn. Na gut, lass alleine allein. Wir dürfen ihn auf gar keinen Fall entkommen lassen. Oh Mann. Ah, verdammt nochmal, Leute. Er ist uns schon wieder entwischt. Das ist doch sowas von ärgerlich. Ja, so sind die Zahlen nun mal. Hättest du nicht so lange gebraucht, ihn überhaupt erstmal zu entdecken, wären wir ihm wahrscheinlich schon zuvor gekommen. Wie, willst du mir jetzt etwas sagen, dass das meine Schuld ist? Nein, F, das wollte ich dir auf gar keinen Fall sagen. Ah, besser ist es. Ich wollte dir nur sagen, dass alles deine Schuld ist. Na, was zum... Kommt schon, Leute, wir haben schon die Zahlen als Feinde. Wir brauchen auch nicht uns gegenseitig als Feinde. Ihr habt ja recht. Na gut, lass uns zurück zum Hauptquartier gehen. Sag mal, hat sich eigentlich bisher keiner von uns die Frage gestellt, warum unsere Geheimbasis eigentlich in einem TV-Studio ist? Nun, F, das auffälligste Versteck ist meistens auch gleichzeitig das unauffälligste. Wow, das macht so wenig Sinn, dass es auf einmal doch wieder Sinn macht. Ja, das ist tatsächlich richtig. Du hast noch sehr viel von einer alten Frau mit Bart zu lernen, Cedric. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Also, Leute, kommt ihr mal bitte zu mir. Wir müssen ihr das gemeinsam erzählen und nicht ich alleine. Schade, ich hätte zu gern ihr Gesicht dabei gesehen. Also, wie lief eure Operation? Oh, es lief eigentlich alles ziemlich gut, abgesehen davon, dass es nicht funktioniert hat. Ja, tatsächlich. F hat viel zu lange zum Beobachten gebraucht. Ich habe zu lange zum Beobachten gebraucht? Soll das ein Witz sein? Ich habe überhaupt kein... Normalerweise mag ich ja keine Schuldzusprechungen. Allerdings reagiert F schon sehr, sehr aggressiv. Du musst lernen, deine Gefühle etwas unter Kontrolle zu bekommen. Was? Ich hab meine Gefühle unter Kontrolle? Ey, Mann, was schreist du denn so rum? Manche Büsche versuchen dir zu schlafen. Oh, Entschuldigung. Oh, da war ich wohl doch ein klein bisschen zu laut. Ach, das macht gar nichts. Ihr werdet mit Sicherheit irgendwann in ein paar Jahren wieder die Chance bekommen, ihn zu ergreifen. Ja, guck mal, was du uns allen vermasselt hast, F. Na gut, ist auch egal. Ach, komm schon, B, lass uns nach Hause gehen, Mann. Ich habe absolut keine Lust mehr darauf. Ach, F, musste diese Show heute wieder sein? Ach, komm schon, du musst doch wirklich zugeben, dass er manchmal etwas frech ist. Oh, Mann, ey, ich habe echt keine Ahnung, was das Ganze hier noch sein soll. Ich habe keine Lust mehr. Ich will einfach nur nach Hause gehen und in Ruhe eine Runde schlafen. Hm, sehr interessant. Wenn es jemanden geben sollte, der die Buchstaben verraten würde, dann habe ich ihn hiermit gefunden. Hey, entschuldige, hast du dich verlaufen? Was? Hey, was war das? Ich habe den Schrei gehört. Ach, das war sicher nichts Wichtiges. Es ist was Wichtiges. Okay, ich nehm's zurück. Wir sollten uns schnell auf den Weg machen. Hey, Leute, wir brauchen hier Verstärkung. Wir brauchen hier ganz, ganz dringend Verstärkung. Und zwar wegen... Cedric, wunderbar. Während du dich eingeschnappt auf den Weg nach Hause gemacht hast, habe ich unsere Aufgabe erledigt. Oh Mann, woher soll ich denn wissen, dass das euer Hauptquartier ist? Du hast das ganz alleine geschafft, was wir zu dritt nicht mal geschafft haben und das nach Wochen der Jagd? Ganz recht. Und ich glaube, das wird das Alphabet hoch erfreuen. Wow, das war schon wirklich ziemlich mutig von dir, muss ich sagen. Puh, mutig von ihm, einen einzigen Typen zu fangen? Das Alphabet wird das auf gar keinen Fall wertschätzen. Wow, Wahnsinn. Ah, diese Fähigkeiten an dir schätze ich wirklich wert. Was? Er hatte einfach nur einmal Glück gehabt und... Oh Mann, ist das erniedrigend. Der Typ hatte wirklich nur Glück. Hey, sei bloß still, wenn du mit demjenigen redest, der dich gerade verhaftet hat. Eine ausgezeichnete Arbeit, ah. Wow, das Alphabet hat sich vom Stuhl erhoben. Das ist seit 100 Jahren nicht mehr passiert. Ah, ich glaube, es ist Zeit, dir dein Artefakt der großen Macht zu geben. Was? Das Artefakt der großen Macht? Ganz genau, das Artefakt der großen Macht. Das Artefakt der großen Macht? Ja, das sagte ich bereits. Das Artefakt... Boah, jetzt reicht's! Mit diesem magischen Hotdog wirst du unvorstellbare Kräfte erlangen und damit der stärkste Buchstabe des gesamten Alphabets werden. Möglicherweise sogar stärker als ich. Hey, war nur Spaß, aber du bist trotzdem relativ stark. Was? Das habe ich... Wow, das nenne ich mal Muckis. Ja, genau, das nenne ich auch Muckis. Was? Das ist doch voll unfair. Wieso hat er diese Kräfte bekommen, Mann? Ich habe mir so viel Mühe gegeben für das alles und ich... Ich muss schon sagen, dass die Muskelberge dir echt gut stehen. Was willst du denn von mir, Mann? Ich bin eine Zahl. Ich will nichts mit Buchstaben zu tun haben. Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Was? Ich glaube, es hakt nicht. Was ist denn bitte falsch an mir? Naja, F
wie falsch. F, würdest du bitte unseren frisch gefangenen Gefangenen zu unserem Geheimverlies eskortieren? Und lass ihn bloß nicht entkommen. Ich werde das, das gibt's doch nicht. Na gut, komm mit, Mann, los, lass uns zu der Zelle laufen. Oh Mann, ey, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Warum hab ich denn dich nicht fangen können? Wieso musstest du dich von ihm fangen lassen? Oh, ich weiß es nicht. Aber dieser Typ, der kommt mir wirklich sehr, sehr unsympathisch rüber. Hey, sag mal, ist diese B zufälligerweise deine Freundin? Was? Ob B meine Freundin ist? Warum willst du das überhaupt wissen? Aber ja, ist sie. Ich will ja nicht sagen, aber so richtig vertrauenswürdig scheint sie ja irgendwie nicht zu sein. Wirf doch noch mal einen Blick auf sie. Warum soll ich das denn bitte tun? Du willst mich doch einfach nur ablenken, damit du entkommen kannst. Entkommen? Das habe ich doch gar nicht nötig. Hey, wie hast du die Handschellen abgemacht? Mach dir bloß wieder die Handschellen dran, oder ich... Natürlich. Uff. Oh Mann, das war also der Grund, warum du ins Immer entkommen bist. Aber wieso hast du dich dann von ihm fangen lassen? Nun ja, ich wollte nichts weiter tun, als dir zu zeigen, was das für ein komischer Haufen ist, für den du da arbeitest. Guck doch mal nach. Ich weiß nicht, warum ich irgendwie meine Freundin ausspionieren sollte oder... Ah, oder sowas. Sie sind meine Freunde, aber gut, ich werde es jetzt einfach mal tun. Na schön. Was ist da los? Danke, dass du ihn weggeschickt hast. Er ging mir so langsam richtig auf die Nerven. Oh, natürlich, keine Ursache. Ich möchte der jungen Liebe doch nicht im Weg stehen. Ach ja. Sag mal, Schatz, warum bist du überhaupt jemals mit ihm zusammengekommen? Ach, ich weiß es nicht mehr. Vor einer Weile habe ich ihn noch gemocht. Mittlerweile ist er aber ein wirklich furchtbarer Freund geworden. Ich bin mir nur nicht sicher, wann ich ihm es sagen kann. Was zum... Psst, willst du, dass sie uns entdecken? Ich... Das kann doch nicht wahr sein. Du hattest tatsächlich recht. Sie ist eine Betrügerin und A ist genauso schlimm und das Alphabet genauso. Mann, ich kann ihnen überhaupt nicht mehr vertrauen. So sind sie nun mal, die Buchstaben. Alle völlig unberechenbar und grausam. So ist das bei uns nicht. Oder hast du schon mal gehört, dass jemand als Zahl beleidigt wurde? Mit Buchstaben hingegen kann man eine Menge Beleidigungen formen. Ja, das ist tatsächlich ein gutes Argument. Aber so langsam geht mir das richtig auf den Keks. Ich glaube, ich werde dich nicht zum Gefängnis bringen. Weißt du was? Sie sollen dich doch einfach selber finden. Ich habe einen Vorschlag für dich. Da du sowieso nicht mehr so gut nach Hause kannst du doch ganz einfach mal zu mir mit nach Hause kommen. Ich kann dir viele besondere Sachen zeigen und wer weiß, vielleicht kommst du ja gut bei uns unter. Um ehrlich zu sein, gefällt mir diese Idee nicht so wirklich, aber ich bin bereit, mich darauf einzulassen. Na gut, wohin müssen wir denn genau zu deinem Zuhause? Oh, keine Sorge, folgt mir einfach der Nase nach. Das wäre alles relativ einfach, aber wir haben gar keine Nasen. Oh. Ja. Also, Moment mal, das hier soll dein Haus sein? Das sieht ja wirklich ganz schön komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Natürlich sieht es komisch aus. Ich... Was? Nein, es sieht überhaupt nicht komisch aus. Du siehst komisch aus. Was soll denn bitte heißen, ich sehe komisch aus? Nein, du bist so grau und... ach, vergiss es. Na schön. Wobei, wenn ich ehrlich bin, habe ich absolut keine Ahnung, warum ich mich darauf eigentlich eingelassen habe. Weißt du, ich danke dir für deine Gastfreundschaft, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee, dass ich hier bleibe. Ich gehe, glaube ich, lieber zurück und... Hey! Hey, Moment mal! Was? Hast du die Tür zugemacht? Natürlich habe ich die Türen zuge... nein. Wie kommst du darauf? Bevor du gehst, wollte ich dir nur ein paar Fragen stellen. Ich meine, du bist doch wütend auf die Buchstaben, oder nicht? Naja, schon irgendwie, nur... Sie haben dich alle verraten. Ja, du hast schon recht, aber... Sie lieben dich nicht einmal. Ach, du bist viel zu gemein und fies und ich habe keinen Grund, dir zu vertrauen. Bitte lass mich sofort raus und lass mich zurück nach Hause gehen. Naja, weißt du was? Nur um dir zu beweisen, dass wir Zahlen nicht grausam sind, werde ich dich natürlich gehen lassen. Solltest du allerdings auf Rache schwören, weißt du, wo du mich finden kannst. Ja, vielen Dank, aber das wird nicht nötig sein. Gut, bis dann. Oh Mann, Alter, das kann doch wohl echt nicht wahr sein. Ich werde einfach mal wieder zurückgehen und mal gucken, was los ist. Aber, ich kenne die Basis der Zahlen. Na, mal gucken, was ich damit anfangen kann. So, dann wären wir auch schon da. Naja, dich... Du hast mir gerade noch gefehlt. Oh, hi, Cedric. Schön, dass du wieder da bist. Hast du den Gefangenen in den Gefängnistrakt gebracht? So gesehen... Nein. Was? Wie hast du nicht? Was habe ich gehört? Was du gehört hast, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du das Schild, wo drauf steht, bitte nicht betreten, wenn es nass ist, nicht gelesen. Willst du mir ernsthaft erzählen, dass ich nicht lesen kann? Nein, das habe ich so nicht gesagt. Und willst du mir allen Ernstes erzählen, dass du die einzige Aufgabe versaut hast, die ich dir gegeben habe? Eine, bei der man fast nichts hätte falsch machen können. Ja, wirklich, du bist echt furchtbar. Wie, was soll das jetzt bitte heißen? Ich hab ihn nicht verloren. Ich hab ihn... Freigelassen wäre jetzt dumm zu sagen, oder? Ich glaube, dass wir dir leider nicht mehr vertrauen können. Du bist nicht nur unfähig, sondern auch unfähig. Und das ist ganz schön schlimm. Was? Was soll das denn bitte bedeuten? Hiermit stoße ich dich aus der Gesellschaft des Alphabetes aus. Hier wird es ab sofort verboten, jemals wieder einen Fuß in das Geheimversteck des Alphabets zu setzen. Wie bitte? Du verbannst mich von... Aber das könnt ihr doch nicht tun. Ah, sag doch was, B. F, ich glaube nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Was? Aber...
Na schön, wenn das so ist, dann werde ich gehen. Und glaubt mir, ihr werdet mich nie wiedersehen. Wobei, das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ihr werdet mich wiedersehen, aber nicht so, wie ihr es erwartet. Sie werden es noch bereuen, mich jemals so blöd behandelt zu haben. Eins, wo bist du? Ja, was ist denn? Mann, Leitern sind echt gefährlich. Weißt du was, Eins? Ich habe mich umentschieden. Ich finde deinen Plan doch gar nicht mal so schlecht. Und wir werden mit voller Härte zuschlagen. Ja, gute Idee, aber pass bloß auf, dass du deinen Tisch nicht kaputt machst. Wieso? Was ist denn mit meinem Tisch? Ach so. Allerdings freut es mich, dass der Plan funktioniert hat. Wie, was für ein Plan? Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Pfeif drauf, jetzt ist keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Jetzt ist Zeit für Rache. Rache ist eine gute Idee. Wann werden wir zuschlagen? Jetzt sofort? Oh, weißt du, man sollte sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. So eine Planung braucht lange Vorbereitung, viel Mathematik und Mordlust. Ja! Oh, Mann. Sag doch gleich, wenn du die Tür verschlossen hast. Oh, sorry, das ist so eine Angewohnheit von mir. Keine Sorge, sie werden noch ihr Fett wegkriegen. Was soll das heißen? Ich möchte nicht, dass sie abnehmen. Ich möchte sie dafür bestrafen, dass sie mich so dumm behandelt haben. Das meinte ich nicht mit Fett weg, aber egal. Okay, ich glaube, wir sind da. Das hier müsste das Haus sein von A. Ah, okay. Warte mal ganz kurz. Meintest du jetzt A okay oder A okay? Keine Ahnung, ist das nicht dasselbe? Nein, eigentlich nicht. Ah, ist doch eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass du auf mich zählen kannst. Ich kann kämpfen wie eine Eins. Oh Mann, diese Wortwitze werden auch wirklich nicht besser. A, Besuch. B, bist du das Auto? Treppen sind gefährlich. Ja, das sage ich auch immer. Oh, ja. Was? Nein, ich bin doch nie von Treppen oder Leitern gefallen. Oh nein, das gibt es doch wohl nicht. F und Eins? Wow, Respekt, du hast ihn scheinbar wieder gefangen. Allerdings wird das nicht reichen, um deine Verbannung wieder aufzuheben. Du hast uns schon zu oft enttäuscht. Ach, ich habe dich enttäuscht, ja? Ist das so? War ich hier immer der Böse oder du? B war meine Freundin, ja? Und nicht deine. Und abgesehen davon hast du das doch nur alles mit Absicht getan, um mich beim Alphabet dumm darzustellen, damit sie mich verbannt. Du bist an allem schuld. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das war alles gar nicht mein Plan. Ja, ja, erzähl das ruhig jemand anderem. Auf jeden Fall habe ich Eins mitgenommen und wir werden dir Eins überziehen. Ach komm schon, das soll besser gewesen sein als das, was ich gesagt habe. Wow. Ja, was? Und jetzt sei ruhig, wir müssen eine A fertig machen. Ehrlich jetzt? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist A ziemlich blöd oder Cedric ist zu faul, um Kampfsituationen in Videos darzustellen. Hm, das könnte beides gut möglich sein. Wir müssen ihn schnell hier wegschaffen, bevor es jemand mitkriegt. Hi-ha. Nun sieh mal einer an. Das Alphabet? Weißt du, ich habe ein wenig darüber nachgedacht und mir kam deine Verbannung etwas sehr streng vor. Ich war gerade auf dem Weg zu A, um ihn davon zu überzeugen, dich zurückzuholen. Doch wie ich es jetzt sehe, hast du dich mit den Zahlen vereint. Was? Nein, das habe ich nicht. Ich habe mich... Also, ja, okay, doch, habe ich. Gut zu wissen, wer unser Feind ist. F, du bleibst hiermit nicht nur verbannt vom Alphabet, sondern wirst auch zum größten Feind des Alphabets. Und absolut jeder wird das mitbekommen. Oh, verdammt. Wo habe ich mich da wieder noch eingeritten? Ausgezeichnet.